Das war eine verdammt harte, schwere Mission, die lange gedauert hat, aber sie war sehr erfolgreich. Ein neuer Wissenschaftler bei uns an Bord der Avenger und zwei neue Teamkameraden, zwei Spezialisten, hochrangig dekoriert, mit vielen, vielen Erfahrungspunkten. Die verstärken jetzt unser Team. Zwei Spezialisten, den einen war schon abgegradet, den zweiten noch nicht. Da war ja noch die Frage, wollen wir den ebenfalls hochskillen als Mediziner oder wollen wir nicht aus dem einen Kampfhacker machen, da ich bislang diese Kampfhacker noch nie benutzt habe, noch nie eingesetzt habe. Denke ich mal, ist anscheinend nicht mal Spielweise. Deshalb machen wir auch aus ihm einen Kampfsanitäter komplett. Da mögen einige von euch vielleicht jetzt die Stirn runzeln oder die Arme theatralisch hochwerfen, aber jeder spielt anders. Ansonsten heißt es jetzt erstmal abwarten. Ach, wir sollten eine Sache noch machen. Da haben mich einige von euch ein paar Mal schon so aufgefordert. Ich hatte einmal, das liegt schon eine Weile zurück, einem unserer Scharfschützen eine neue Waffe gegeben. Das war Carlos Delgado. Und die kam dann bei allen anderen. Er kam so selten zum Einsatz, nie benutzt. Die nehmen wir ihm jetzt mal weg. Das ist der verbesserte Schattenhüter hier. Pistolenschuss, der garantiert trifft. Wenn das Ziel getötet wird, erhält der Schütze Tarnung. Die wollen wir ab jetzt immer manuell zuweisen. Ich bin leicht verschnupft, ihr hört es vielleicht. Stimme nicht ganz so klar. Das kommt von vielen Elex-Spielen. Da mache ich immer so viel Rollenspiel und dann nieselt es so oft in dieser Welt. Ich glaube, da habe ich mich einfach verkühlt. Entschuldigt bitte. Habt ihr schon mitbekommen, dass jetzt nach dem kurzen Elex-Hype rund ums Release das XCOM Let's Play jetzt auch wieder regelmäßiger läuft? Habe ich fest vor. Mache ich jetzt und das ist nach längerer Zeit wieder mal eine Aufnahme, die ich mache. Ich werde jetzt einige am Stück machen, dann können wir wieder ganz flott in ein schnelles Tempo reinkommen. Alles klar? Mehr können wir im Augenblick nicht machen und gehen auf die Weltkarte. Uns wird eine Informationenmission angeboten. Das ist gut. Das ist verdammt gut, denn uns fehlen Infos. Wir haben vier Möglichkeiten offen, wo wir mit den Regionen neu in Kontakt treten können. Dafür brauchen wir jede Menge Infos. Aber wir beenden erstmal die Mission, wo wir gerade waren. Oder das ist nämlich hier. Funkrelais wird errichtet, um Ozeanen abzuschließen und hier diesen Bonus zu bekommen. In dem Einsatz besteht die Chance, dass sich eine Advent-Einheit uns anschließt. Führt mich jeden Tag näher an sie heran. Wenn es so weitergeht, finde ich die Avenger schon sehr bald. Elentrümmer weggeräumt. Schauen wir uns mal an. Bekommen 99 Vorräte als Beute. Und können jetzt hier auch gleich etwas bauen. Ich glaube, da wollten wir ein Trainingszentrum hinstellen. Das würde auch klappen. Ich schaue es mir nur von oben an. Wir ja keinen Fehler machen. Genau, das sollte ein Trainingszentrum hin. Hier ist es. Schattenkammer sollten wir natürlich auch irgendwann mal bauen, damit wir vorankommen in unserer Story. Aber das ist jetzt wichtiger. Vorher haben wir Strom, haben wir ebenfalls. Ein Ingenieur verkürzt die Bauzeit um die Hälfte. Alle Ingenieure eingesetzt, ja. Mehr können hier auch gar nicht schuften. Weiter. Neu-Indonesien. Ein weiterer Exo-Anzug steht uns zur Verfügung. Dem Inventar hinzugefügt. Mit den schweren Raketen. Woman. Im Hemdsärmel versteckt. Ich fand die beim letzten Mal echt gut. Die haben wir, glaube ich, nur einmal eingesetzt. Nee, mehrfach. Am Schluss immer öfters und das sind schon mächtige Instrumente, diese Raketenwerfer, die die da eingebaut sind auf dem einen Arm als Sekundärwaffe, um Deckung zum Beispiel wegzusprengen. Damit hätten wir jetzt die Möglichkeit, noch ein weiteres Testobjekt einzustellen im Testbereich, aber das machen wir im Augenblick nicht. Wir haben kaum Vorräte und muss nicht sein. Lang lebe der Widerstand! So ist es gut. Vigilo Confido, Commander. 93 Vorräte. Kontinentalbonus, den hatte ich eben schon vorgestellt. Eventuell bei jedem Einsatz gibt es die Möglichkeit, dass ein Advent-Truppe sich unserem XCOM-Truppe anschließt, weil sie einfach von unserer Mission überzeugt sind, von unserem Auftrag, die Welt zu retten. Oder weil wir erfolgreich Gehirnwäsche betreiben oder wer weiß. Wahrscheinlich, weil sie Ozeanien lieben. So, jetzt haben wir das fertig. Jetzt wollte ich mal, wenn
das ausreicht, wenn das ausreicht, wenn wir genug Infos dafür haben, hier hinfliegen nach Ostamerika, um dann nachher nach Westafrika weiter und den Bonus hier zu holen. Das sieht sehr cool aus. Ihr seht es selber. Erstmal hier das schnell machen. Nach Ostamerika rüber. Kostet nur 30 Info. Den Jäger der Ältesten lokalisiert. Er ist in dieser Region aktiv, Commander. 50 Vorräte. Jetzt könnten wir da hinfliegen und einen Angriff durchführen und dadurch auch den, hier steht uns jetzt nicht, steht es immer noch nicht zur Verfügung, Westamerika. Wir müssen zuerst den Kontakt herstellen. Könnten wir jetzt machen. Die Frage ist, wie viele Infos brauchen wir dafür? Und haben wir die? 60. Neue regionale Kontakte gefunden. Jetzt haben wir aber nur noch eine Information. Das reicht nie und nimmer. Wir können ja jederzeit die Mission hier durchführen. Aber wie geht es unseren Leuten? Sind die mittlerweile fit? Weil das ist schon eine schwere Mission hier. Schwarzmarkt. Hier könnten wir noch die Informationen sammeln zwischendurch. Wäre natürlich vielleicht besser, um die Kontakte hier hochzumachen. Mit 15 Tagen Vorratslieferung. Ja, können wir durchaus machen. Wir fliegen erstmal, wir sammeln erstmal die Infos ein. Avenger berechnet neuen Kurs. Da können wir danach noch den Kontakt herstellen. Vielleicht zumindest einer weiteren Mission. Haben vor dem nächsten Wechsel mit den Vorratslieferungen nochmal die Möglichkeit, eine weitere Region anzuschließen. Sammeln Infos. Wir haben unsere Forschungen in bemerkenswert kurzer Zeit abgeschlossen, Commander. Das ist schön. Elerium abgeschlossen. Neue Einrichtungsverbesserung verfügbar. Die Elerium-Leitung. Plasmagewehr, Servorüstung. Neue Forschung. Erhöht die Ausgangsleistung des Energierelais erheblich. Das merken wir uns mal. Und das könnten wir uns holen. Inspiriert, das ignorieren wir die ganze Zeit. Ich finde, wir haben schon so viele verschiedene Soldatentypen. Warum soll ich jetzt hier noch investieren in eine weitere Soldatenklasse? Im C-Soldaten, wir haben so viel schon. Da wird die Qual der Wahl dann noch größer. Mach ich mal nicht. Plasmawaffen dauert lange, richtig lange, lohnt sich aber. Servorüstung, Dito. Beides sehr heftig. Ich bin im Fall des Falles eher für Waffen als für Gewehre. Wir könnten vorher aber noch außerdem, das wäre auch eine Möglichkeit, wir haben so viele Autopsien, die mittlerweile möglich sind, wenigstens die ein oder andere, die sind ja im Handumdrehen. Im Handumdrehen haben wir die absolviert, weil wir so viele Wissenschaftler mittlerweile haben. Zum Beispiel der Advent-Schildträger hier. Verbesserung für die eigenen Rüstungen winken da in 3 Tagen. Physisch gesehen sind die Advent-Schildträger den anderen Advent-Soldaten recht ähnlich und ebenso ein Produkt sorgsamer Gentechnologie, das der menschlichen Gestalt nachgebildet ist. Die meisten ihrer einzigartigen Qualitäten verdanken sie Unterschieden in Rüstung und Bewaffnung. Komponenten, die Shen sicher nur zu gern untersuchen würde. Advent machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propagandakampagne wies stets auf die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Advent es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Jetzt seht ihr hier den Unterschied. Bislang konnte man jederzeit eine Energieleitung legen. Bringt 2 extra Energie, die wir nicht brauchen. Rechts oben seht ihr, wir sind bei der Energie bei. Wir haben noch 5, die wir verbraten können. Aber das als Upgrade, das wäre doch cool. Schweineteuer, doppelt so teuer. Bei den Vorräten, dazu kommen Delirium-Kristalle, aber 6 Zusatzenergie, das ist schon heftig. Aber das machen wir im Moment erstmal nicht. Wir warten weiter auf den Bau der Stationen. Wechseln wieder auf die Weltkarte.
Unsere Aktionen waren erfolgreich. Sehr schön. Und die Ältesten spüren Angst. Klasse. Niemand verwundet, niemand verletzt, niemand beschossen worden oder gekidnappt. Da gab es ein gewisses Risiko, die verdeckte Aktion war erfolgreich. In das Feuer. Wir haben jetzt die Möglichkeit, das Auserwählten-Versteck direkt anzugreifen und den beiden geht's verdammt gut. Unsere Chancen gegen die Auserwählten steigen, je mehr wir über sie in Erfahrung bringen. Wir können jetzt den Dunkelhund direkt angreifen, Fall El-Mascha. Wenn wir den Auserwählten endgültig ausschalten wollen, müssen wir sein Versteck angreifen. Der Widerstand hat einen Zugang gefunden. Wir müssen ihn nur nutzen. Da unten. Das wäre die Operation Blutender Speer. Bevor wir das machen, wollen wir erstmal die Beförderung durchführen. Die Fraktionen haben weitere Operationen identifiziert. Das heißt, wir können eine neue Aktion durchführen. Ich finde, wir sollten aber erstmal den Angriff durchführen. Nee, das sind hier nur untere Soldaten. Wir brauchen die Besten jetzt für den Angriff. Aber sowas wie hier können wir machen. Ich guck mal kurz, was wir sonst noch hier haben. Fähigkeitspunkte verdienen. Alienbeute sicherstellen. Alle PKS-Effekte werden erhöht bei den... Also alle Psycho-Geschichten. Wir können einen Schnitter rekrutieren. Das wäre ja super cool. Das finde ich aber sehr überzeugend. Wir haben im Augenblick nämlich nur einen. Und wenn der arg verletzt wird, dann sehen wir ein bisschen doof aus. Also das wäre schon mal eine gute Geschichte. Das brauchen wir nicht unbedingt. Vorräte auch nicht unbedingt. Das wäre die Alternative. Noch mehr Infos wäre auch eine schöne Geschichte. Könnten wir auch gut gebrauchen. Also wir rekrutieren mal einen weiteren Schnitter, das dauert nur 6 Tage. Und der bekommt mehr Hacken speziell. Wen haben wir denn als Hack-Fitten? Als Fitten-Hacker hier. Haben wir da überhaupt einen? Einen hatten wir ein bisschen geskillt, aber auch nur mäßig. Ich weiß auch schon nicht mehr, wer das ist und mir fehlt im Augenblick die Lust, da lange nachzugucken. Es muss ja ein Spezialist gewesen sein. Wir skillen mal einfach einen von den beiden hier. Die sind ja neu mit dabei. Vielleicht Sophie. Sophie ist schlecht bewaffnet und ausgerüstet. Das ist aber ziemlich schnuppe, finde ich. Weil das ist ja automatisch hier sowieso nur ein automatischer Kampf. Dass der Soldat verwundet wird, können wir hierdurch vermindern, dass wir einen weiteren Soldaten hier reinpacken. Wir haben Soldaten en masse. Wir können also irgendeinen von ganz unten nehmen, vielleicht ein Private. Und bekommen dadurch einen Schnitter. Wir erledigen das. Keine Sorge, Commander. Dann gehen wir wieder in die Waffenkammer rein. Und schauen uns die beiden Soldaten an, die wir leveln müssen. Das ist zum einen er hier. Oh, wir haben erstmals einen Colonel. Nein, doch, ja. Super. Cool. Also, auf dem höchsten Level bei den Spezialisten Genesung. Der Gremlin fliegt zu jedem Truppmitglied, um es je nach Bedarf zu heilen oder wiederherzustellen. Wiederzubeleben, sehr cool. Und das hier macht... Das wäre natürlich auch eine coole Geschichte. Da könnten wir einen Gremlin als Kämpfer einsetzen. Der könnte rüberfliegen und alle in seiner Umgebung schädigen. Aber das ist ja quasi so ein Massenangriff. Das heißt, er kann wirklich... Massenangriff, entschuldige bitte, eine Massenheilung. Das erinnert mich ja fast schon an irgendwelche Propheten, die irgendwo hingelaufen sind und sagen, kommt zu mir, ihr Kinder, wir werden euch heilen. Da kommen ganz viele und werden alle auf einmal geheilt. Das ist wahrscheinlich, denke ich mal, limitiert durch die Anzahl der Medizinslots in dem Medikit. Das ist auch die Frage, wie oft das pro Mission geht. Genesung hat eine Ladung pro Mission. Darum wird das gelöst. Einmal pro Mission ist das möglich.
Das heißt, wenn es uns richtig schlecht geht, wenn viele Leute verwundet sind, dann werden alle dadurch geheilt. Das heißt, das ist eine Mission, die uns richtig, richtig, eine Aktion, die uns richtig mal den Arsch retten kann. Entschuldigt bitte. Soldatensprache. Wir Soldaten, wir sprechen manchmal etwas rauer. Hat da nicht noch jemand, den wir aufleveln können? Nein, das war schon. Das Coole ist, dass wir jetzt einen Colonel haben, das uns eigentlich in der, wie heißt das denn, Guerilla-Taktikschule. Da steht uns eventuell eine neue Kampftaktik zur Verfügung. Dazu fehlt es aber hier an Möglichkeiten. All diese Sachen hier. Da fehlt es insbesondere an Vorräten. Aber das sind doch alles nur so punktuelle Geschichten für einzelne Klassen. Das brauche ich alles nicht zwingend. Also wenn wir irgendwann mal richtig in Vorräten schwimmen sollten, dann wäre das eine Möglichkeit, hier zu investieren. Aber jede einzelne Aktion für sich, von den Fünfen für die Klasse, brauchen wir nicht zwingend. Und die anderen Sachen haben wir. Das können wir knicken. So, jetzt aber in den Kampf. Unsere Soldaten sind fit. Alle fit? Na, nicht ganz. Wir warten noch 3 Tage, 4 Tage ab. Dann machen wir diese Mission. Solange sammeln wir weiter hier. Krankenstation steht uns jetzt zur Verfügung mit verschiedenen Personalplätzen. Heilungsrate von Soldaten kann gesteigert werden. Negative Eigenschaften entfernt werden. So sieht sie aus. Commander, die Krankenstation kann den Genesungsprozess unserer Soldaten beschleunigen. Und mit der Zeit erholen sie sich auch von allen negativen Konditionen, die sie sich im Kampf zugezogen haben. Wir können diesen Prozess bei Bedarf mithilfe einer Therapie beschleunigen. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Einer ist verfügbar, ein Gremlin. Heilungsrate plus 100%. Das ist genau das, was wir im Augenblick brauchen, um früher in den Kampf, um früher reinzugehen. In die nächste Mission. Wir schauen uns aber auch mal an, wo die Gremlins überall stationiert sind und ob wir vielleicht noch einen abziehen und dorthin ziehen. Werkstatt ist natürlich Quatsch, da sind auch die Ingenieure. Widerstandsring wäre echt schade. Testbereich, den brauchen wir nicht. Weil wir da im Augenblick nichts haben. Und damit können wir einen hier reinstecken. Der ist dann natürlich in der Zeit dann erstmal nicht einsetzbar. Wir werden hier erstmal die Besten der Besten in den nächsten Kampf reinschicken. Ich guck mal kurz in die Waffenkammer. Den Schnitter nehmen wir auf jeden Fall mit. Der, wer hat denn nochmal diese Eigenschaften? Gott, wie und das ist jetzt echt doof. Die müsste ich jetzt ja quasi einzeln untersuchen. Sarah Connor. Jane Kelly und Pratal Mox brauchen wir wahrscheinlich. Lukas Kohler. Wir nehmen ihn mal. Für 5 Tage nicht vor Kampf einsetzt, das ist okay. So, und jetzt sind wir hiermit durch. Und können zurück ins... Merken uns. 3 Tage noch. Dann sind die Leute fit. Und können von uns wieder verheizt werden. Im nächsten Gefecht. Trainingszentrum steht jetzt verfügbar. Die Soldaten können stärkere Bindungen zu anderen Soldaten aufbauen. Wir können endlich die Kameradschaftspunkte umsetzen und höhere Kameradschaftsstufen erreichen. Auf den können wir jetzt ballern. Alles nur ein Hologramm.
Commander, diese Einrichtung gestattet unseren Soldaten das gemeinsame Training zur Stärkung ihrer Bindungen und lässt sie ihre im Kampf gewonnene Erfahrung zum Erlernen neuer Fähigkeiten nutzen. Ja, das ist so eine Sache. Wen nehmen wir da in Kampf? Gucken wir uns gleich mal an. Verbessert Kameradschaft. Da sind jeweils die beiden raus. Also Jane Kelly, das ist doof. Ich hätte jetzt gerne hier einen Link, dass man direkt irgendwo draufklicken könnte und dann also zu den Soldaten, dann könnten wir die erstmal checken, oder? Das ist jetzt ein bisschen doof. Also Jane Kelly und Charlie McKay, die werden wir auf jeden Fall, denke ich, gleich benutzen. Also die Wahrscheinlichkeit, ich mache mir das, schreibe mir das mal auf den Zettel. Klingt vielleicht irgendwie doof, aber ich weiß nicht, wie ich das anders sonst jetzt sinnvoll schnell überprüfen kann. Dennis Volkov, also Beta, das ist unser Spezialist. Den könnten wir, der ist gekoppelt mit Andrews, das ist ein weiterer Scharfschütze. Ich glaube, Andrews und Charlie McKay sind, glaube ich, die beiden Scharfschützen. Rachel Peretz ist, glaube ich, eine Grenadierin. Und Cameron McIntosh. So, und jetzt gucken wir uns die drei mal an. Hier. Und stellen fest, also McIntosh als besten Spezialisten nehmen wir sicher gleich mit. Dann ist die Kombination mit Peretz, dann fällt die jetzt mal weg. Volkov ist unser zweitbester Spezialist. Den könnten wir nehmen, aber der ist mal Augenblick eh müde. Da könnten wir den hier reinpacken. Volkov ist gekoppelt mit Andrews. Mit Andrews, wir nehmen ja wahrscheinlich nur einen Scharfschützen mit, das können wir machen. Wir können also Andrews und Volkov hier reinpacken. Und Jane Kelly wiederum ist unsere beste Rangerin, die fällt erstmal flach. Also wir nehmen Volkov und Andrews. Die eh beide noch müde sind. Für 3 Tage nicht zur Verfügung. Das ist ja gar nicht so schlimm. Wir müssen ja eh nur 3 Tage warten. Dann können wir auch gleich die Besten nehmen. Das ist doch super. Dann nehmen wir Jane Kelly. Ach so, waren die denn noch müde? Weil wahrscheinlich bleibt es bei dem Müde-Status dann bei denen. Jane Kelly, Charlie McKay. Entschuldigt, aber ich kann nur nachgucken, weil das habe ich mir nicht gemerkt. Jane Kelly ist müde. Dann fällt die schon mal weg. Rachel Peretz, die war gekoppelt mit McIntosh. McIntosh ist nicht müde, nehmen wir die beiden. Nehmen wir Peretz und McIntosh. Für 3 Tage. Also links seht ihr die Vorteile. Der gemeinsame Einsatz bei einer verdeckten Aktion reduziert deren Dauer um 1 Tag. Na, ob wir die gemeinsam bei so einer Aktion einsetzen, eher wohl nicht. Bei der verdeckten Aktion, die nutzen wir ständig im Kampf, nutzt gar nichts. Hilfestelle 1, Bonus auf Zielen, wenn sein Kamerad das Ziel angegriffen hat oder von diesem angegriffen wird. Oder wenn es, und vor allem wenn er neben einem steht. An meiner Seite, wenn dieser Soldat einen Zug direkt neben seinem Kameraden beendet, wird dieser automatisch von allen negativen mentalen Effekten befreit. Das klingt schon cooler. Die können wir aber nur... Ne, die anderen sind ja nicht aufgelistet. Die können zusätzliche Soldatenfähigkeiten entwickeln, oder? Um seine Klassenfähigkeiten neu auszubilden. Ach, dann kann man die wieder neu, komplett neu machen. Neu bestücken. Will ich das bei irgendeinem von denen? Dass sie quasi genullt werden. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen ganz mies geskillt haben. Long Shu, den hatten wir, glaube ich, eventuell den. Der war, glaube ich, nicht so perfekt geskillt. Ach, der ist ja kaum geskillt. Ja, weil den haben wir faktisch nie eingesetzt, als wir den begonnen haben, hier zu skillen. Auf so ein bisschen Tarngeschichten. Nee, haben wir auch nicht. Hier, Phantom.
Das können wir wegmachen, stattdessen Klingenmeister. Ja, das können wir machen. Hier wird es ja erklärt. 5 Tage lang nicht verfügbar, kann er eine neue Fähigkeitskombination wählen. Alle Fähigkeitspunkte zurückerstattet. Die verwendeten XCOM-Fähigkeitspunkte werden nicht zurückerstattet. Alles okay. Prima. Dann gehen wir wieder zurück auf die Weltkarte. Oh oh. So hatte ich mir das aber nicht vorgestellt. Ja, unsere besten Leute sind im Kampf, also gerade in der Ausbildung, um ihre Kameradschaft zu stellen. Wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das so cool war, ob das so dringend notwendig war. Und jetzt haben wir einen Guerilla-Einsatz. Super. Operation Schimmernder Schemen. Erlanget einen Gegenstand aus einem Widerstandsversteck. Bekommt noch einen Ingenieur. Oder... Hier ist die Belohnung 204 Vorräte. Sehr schwierig. Beschütze ein Gerät. Oh, mehr Infos. Das lockt mich aber echt. Das lockt mich. Noch mehr Infos. Die können wir dringend gebrauchen, weil wir so unglaublich viele Einsätze, neue Gebiete uns jetzt holen könnten. Das wäre echt lockend. Welches düstere Ereignis wir dabei blockieren, wissen wir gar nicht. Das wäre, wie gesagt, hier die Alternative. Erhöht einen Monat lang die Kosten für neue Rekruten. Das ist mir sowas von egal. Wir holen uns gar keine neuen Rekruten. Also die Operation fällt dann schon mal weg. Und das Dark Event, das hier blockiert wird. Adventure-Einheiten haben eine Chance, in Feuerschutz zu treten, nachdem sie entdeckt wurden. Oh, das höre ich nicht so gerne. Das würde ich gerne verhindern. Die Frage ist hier, da steht nicht dran, wie hoch ist die Chance in Prozent? Weiß ich gar nicht, ob das jetzt so lohnenswert ist, das anzugehen. Und sehr schwierig ist auch heftig. Wir machen das mit Neu-Australien. Lass mal uns überraschen, was wir hier geblockt hätten. Das machen wir aber zu Beginn der neuen Folge. Dann machen wir den Angriff hier. Bei der Operation Hahnmörder. Oh Gott, ist es hier eine tierfeindliche Operation? Sind wir Hahnkiller? Hennemörder? Sehr befremdlich. Sehr, sehr seltsam.